Dankeschön. Danke. Na, das ist ja mal eine furiose Begrüßung. Ja, da geht ja gleich der Puls richtig in die richtige Richtung, ja, damit ich auch wach bin für meinen eigenen Vortrag. Das ist immer von Vorteil. Ich komme ja direkt, wie soll ich sagen, aus der Presse. Ja, die liebe Zeit, die hat sich jetzt ja auf mich gestürzt und ist der Meinung, ich sei Reichsbürger. Habe ich darauf gewartet, dass die das sagen. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, die haben auch keinen Rollator bei mir gefunden. Ja. Womit ich sozusagen schon fast bei der Sache wäre, nämlich bei so Dingen wie Missverständnissen. Ja? Ich muss natürlich um Verzeihung bitten, manchmal recycle ich Anekdoten, ja, die ich in irgendwelchen anderen Veranstaltungen schon mal benutzt habe. Es hat einfach damit was zu tun, dass die Zahl der Veranstaltungen, die ich besuche, zu der Zahl der Anekdoten, die ich kenne, in ein Missverhältnis geraten ist. Und insofern bitte ich bei allen um Entschuldigung, die ich jetzt erzähle, schon kennen. Es gab im 19. Jahrhundert mal ein Gegenstück zu Duden in Frankreich, das war Emmanuel Littré. Kennt den jemand hier, Emmanuel Littré? Hände hoch. Super, keiner kennt ihn. Dann werden Sie ihn jetzt gleich alle kennenlernen. Er war nämlich eine interessante Persönlichkeit. Er war also der herausragende Sprachforscher in Frankreich seiner Zeit im 19. Jahrhundert. Wie gesagt, das Gegenstück zu Duden. Und Emmanuel Littré war außerdem, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, ein Frauenheld, obwohl er verheiratet war. Und ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, sowas. Ja. Und eines Tages hat seine Ehefrau ihn erwischt im Ehebett mit dem Hausmädchen. Und seine Frau stand im Türrahmen und sagte oder rief aus: Schatz, ich bin überrascht. Und was antwortete unser irrender Franzose? Nein, Liebling, du bist erstaunt. Wir sind die, die überrascht sind. Und das Leben ist voller Überraschungen und manchmal steht man dann auch erstaunt davor. Ja? Insbesondere, wenn man sich unsere Banken anschaut und unsere Zentralbank, unsere Geldpolitik, unsere Politik, da weiß man nicht, ist man erstaunt oder ist man überrascht. Aber ich muss Ihnen sagen, nach all den Jahren überrascht mich gar nichts mehr. Ja? Ich bin nicht mehr überrascht, aber trotzdem immer wieder erstaunt. Und insofern ist das eine ganz lehrreiche Geschichte, wie Emmanuel Littré die beiden Begriffe voneinander getrennt hat. Ja? Und ich weiß nicht, wie es mit dieser Ehe weiterging, aber ich glaube nicht, dass es ausgereicht hat, um Emmanuel Littrés Schlagfertigkeit zu beseitigen, geschweige denn ganz andere Dinge. Und jetzt kommen wir von dieser Überraschung direkt zu der Überraschung unserer Tage, nämlich, dass die Bankenkrise nicht weg ist. Ja, die Bankenkrise geht nicht weg. Wie auch? Sie werden gleich ein paar Zahlen sehen, die Ihnen erklären, warum die Bankenkrise nicht weggeht. Ja, die Bankenkrise ist der Kabelbrand unserer Tage. Ne? Also wenn sich in einem Gebäude, wenn ja die Kabel in Brand geraten und der Kabelbaum in dem Gebäude unübersichtlich ist und keiner weiß, wo die verlaufen, dann weiß auch keiner, wo der Brand als nächstes zum Vorschein kommt. Irgendwo wird es dann mal anfangen zu rauchen. Und so ist es mit den Banken. Die Banken haben dieses gewaltige unterirdische Netz an Kabeln miteinander. Das nennt sich Derivatehandel. Und über diese Kabel sind sie global miteinander so verwoben, dass keiner mehr durchsteigt und irgendwo kommt es dann mal hoch. Und erst kam es bei Silicon Valley Bank hoch und dann kam es bei First Republic hoch und jetzt dann bei CS kam es hoch. Und jetzt habe ich heute Morgen gelesen, sind 2, 3 weitere Banken gerade am Kippeln in den USA. Es wird auch nicht aufhören. Aber warum hört es nicht auf? Das ist eine interessante Frage. Und der Kernpunkt dieser Frage, der lässt sich auf einen Satz von Ayn Rand zurückführen. Man ist frei, die Realität zu ignorieren. Und meine Damen und Herren, das haben wir gemacht. Und machen es noch. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen man sich weigert. Da darf man auch nicht überrascht sein, wenn der dann sich auftut. Also die Lemminge unserer Tage in Berlin und Brüssel, die wollen den Abgrund nicht sehen, in den sie reinlaufen, obwohl sie schon im freien Fall sind. Das ist das Beste. Die fallen schon aus dem 40. Stock. Und sind jetzt am 2. Stock gerade vorbeigeflogen und sagen, alles super. Und was ist das Kernproblem dieses Verhaltens?
Kognitive Dissonanz, meine Damen und Herren, kognitive Dissonanz. Die Weigerung, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Die Politik, die leidet nämlich unter einer Anmaßung des Wissens. Und zwar an allen Fronten, an denen sie Entscheidungen trifft, lässt sie diese Anmaßung des Wissens Entscheidungen treffen, die schädlich sind für unseren Wohlstand. Warum haben die diese Anmaßung des Wissens? Weil, Sie müssen sich diese Typen nur angucken, also von Habeck bis Scholz und von Esken bis Lang und einmal quer durch, ja. Jeden, den sich da anschauen, leidet, übrigens in der Opposition auch, also ich will jetzt hier keinen ausnehmen, ich will Herrn Merz nicht vernachlässigt wissen, ja. Unseren Freund von der FDP nicht, den Herrn Lindner auch nicht. Die leiden unter einer seltsamen Wahrnehmungsstörung, nämlich der Wahrnehmungsstörung, dass sie besser wissen, was für uns gut ist, als wir selbst. Ja? Also zum Beispiel sind die der Meinung, wir sollten alle unsere Heizungen austauschen. Ja? Die sind der Meinung, wir sollten keinen Diesel mehr fahren, keinen Benziner mehr fahren, wir sollen uns alle ein Lastenfahrrad kaufen, wir sollen keine Steaks mehr essen, sondern Insekten. Ja? Das finde ich auch bemerkenswert. Ja? Hoffentlich gibt es da noch Klopapier, damit man sich die Insektenreste noch irgendwann abputzen kann. Ja? Weil wir wissen ja, dieses Klopapier, das ist ja auch CO2-intensive Angelegenheit. Ja? Das kommt als nächstes, da warte ich drauf. Ja? Das ist so, wie wenn die Frau Lang uns erklärt, dass wir keinen Zucker essen sollen. Ja? Und was sind diese Felder, in denen wir uns da austoben? Das ist einmal die Überregulierung. Also wir kriegen alles vorgeschrieben. Insbesondere dann, wenn wir was produzieren wollen, was wir an andere verkaufen wollen. Mit anderen Worten, wenn wir was herstellen wollen, was gut ist für andere, weil die das haben wollen, sonst würden sie uns ja nicht abkaufen. Ich nehme mal an, dass hier im Raum ganz viele Unternehmer sind, Mittelständler vor allem, und die auch was produzieren zum großen Teil. Und ich habe jetzt mal eine Frage an Sie, hier in diesem ganzen großen Raum. Ist hier jemand da, der schon mal was produziert hat, ohne, also gewerblich meine ich natürlich, ich meine jetzt nicht irgendwie ein Gemälde in der Schule oder so, also gewerbliche Produktion gemacht hat, ohne jemanden dafür um Erlaubnis bitten zu müssen, der noch nie was produziert hat. Keine Hand regt sich, das habe ich mir gedacht. Ich stelle die Frage nämlich fast jedes Mal, wenn ich hier oben auf der Bühne stehe und ein einziges Mal ging eine einsame Hand hoch. Es war jemand, der ein Schwarzmarktprodukt hergestellt hat. Also Überregulierung, Fehlsteuerung der Kapitalströme durch Subventionen. Subventionen, meine Damen und Herren, gehören nach meiner Meinung grundsätzlich verboten, denn sie sind die Belohnung fürs Versagen. Ja, grundsätzlich. Verbote. Da habe ich mir neulich einen Shitstorm eingehandelt, weil ich auf Twitter ein Verbot aller Verbote verlangt habe. Also sozusagen so ein Verbotsverbot. Ja. Verbote ist das Allerliebste. Also Grüne und Verbote, ne, das ist wie die Pflanze und das Wasser. Ja? Fehlanreize, Lieferkettenzerstörung. Also mit Lieferkettenzerstörung sind wir ganz groß. Wir machen zwar jetzt ein Lieferkettengesetz, dass jeder kleine Mittelständler offenlegen muss, wo er einkauft, bis in die 10. Schicht Lieferanten von Lieferanten von Lieferanten, damit bloß keiner auf die Idee kommt, beim falschen Russen einzukaufen. Ja? Aber Lieferketten zerstören und so lahmlegen, dass sie nicht mehr funktionieren und damit die Produktion halbieren, da haben wir jetzt richtig Übung drin. Da sind wir richtig gut geworden drin. Hat sich früher Protektionismus genannt. Und falsche Energiepolitik. Also es ist ja so, dass das Ausland, und da gibt es mittlerweile etliche Stimmen, die sagen, Deutschland hat die dümmste Energiepolitik der Welt. Das Problem ist, dass das, im Griechischen hätte man dazu gesagt, ein Hendiadioin, Politik und dumm, das ist ja mehr oder minder doppelt gemoppelt. Ja. Und diese Energiepolitik, die dümmste der Welt zu nennen, trifft es eigentlich auch nicht, weil ich glaube, wir müssen ein paar Lichtjahre weit gehen, um das sowas nochmal zu finden. Und das Blöde ist, dass diese ganze Inkompetenz, die sich aber für ultrakompetent hält, weil die setzen sich ja in den Talkshows des Öffentlich-Rechtlichen vor uns hin, mit diesem Selbstbewusstsein uns die Welt zu erklären, ja, wo sie noch nie was produziert haben, was andere gebraucht hätten, haben die auch wirklich noch nicht. Ja. Und die stellen sich also dahin und erklären uns da die Welt und gleichzeitig sieht man ihnen aber an, dass sie gar nicht
Interesse daran haben, dass es uns gut geht, sondern sie haben Interesse daran, dass es ihnen gut geht. Anders ist ja das Maß an Korruption und Vetternwirtschaft in dieser Regierung und in dieser Politik unserer Tage gar nicht mehr zu erklären. Ja? Wie habe ich da neulich auf Twitter gelesen? Robin Hood nahm es den Reichen und gab es den Armen. Und Robert Habeck nimmt es den Armen und gibt es den Reichen. Ja? Und wenn jemand, das sage ich Ihnen hier ganz offen, da gibt es jetzt diesen Majestätsbeleidigungsparagrafen, wer also einen Politiker irgendwie beleidigt und dadurch in seine Arbeit einschränkt, der geht 3 Jahre in den Knast, aber ich sage Ihnen eins. Wenn jemand sich für 400.000 Euro auf Steuerzahlerkosten einen privaten Fotografen leistet oder wenn er sich einen privaten Visagisten leistet oder einen privaten Stilberater für eine Politikerin, dann sage ich Ihnen, dafür brauchen Sie einen korrupten Mindset, sonst machen Sie nämlich sowas gar nicht. Also mit diesem Mindset greift die Politik in alles rein. Sie überbesteuert uns. Wir geben mehr als die Hälfte unseres Einkommens mittlerweile an den Staat ab, bekommen aber dafür nichts zurück. Und das Geld wird ausgegeben mit vollen Händen. 500 Millionen bei den Taliban, 10 Milliarden in Indien und 600 Millionen in China. Und überall, wo wir aufschlagen und zum Hummeressen eingeladen werden, lassen wir einen dicken Scheck zurück. Also wir kriegen davon wenig zurück. Und gleichzeitig geht man her und hat eine Geldpolitik, die akkommodiert das Ganze. Das ist nämlich der Zweck dieser ganzen Geschichte. Der Zweck des Papiergeldes, das wir haben, der Zweck unseres Geldsystems ist, dass wir das akkommodieren können, was an Ausgabenwut bei der Politik da ist. Und das ist jetzt so lange gelaufen, dass die Ungleichgewichte, die sich daraus angespart haben, so groß geworden sind, dass sie nicht mehr ohne große Krise zu lösen sind. Deswegen stecken die Zentralbanken jetzt in der Falle. Und das wird nachher sozusagen der krönende Abschluss meiner kleinen Präsentation sein, Ihnen darzulegen, warum diese Falle unausweichlich und unentkommbar ist. Wir sind hinter dem Ereignishorizont des schwarzen Lochs. Auch Licht reißt nicht schnell genug, um uns daraus zu katapultieren. Wir gehen jetzt da rein. Hintendran wird es eine neue Welt geben. Aber wir müssen jetzt da durch. Und die haben uns da reingesteuert. Und die Zentralbank, die steckt jetzt zwischen Pest und Cholera, zwischen Skylla und Charybdis, wie die Griechen gesagt hätten. Die kann sich nämlich jetzt entscheiden zwischen Inflation akkommodieren und die Banken retten oder die Inflation bekämpfen und die Banken untergehen lassen. Raten Sie mal, wofür die sich entscheidet. Das ist die Wahl, die sie hat. Die Zahlen, die Sie dazu gleich sehen werden, sind gigantisch. Die Ungleichgewichte, die sie aufgespart haben, sind auch gigantisch. Und was die Erfahrung uns lehrt, ist, dass die Zentralbanken zwischen beiden Wahlmöglichkeiten hin und her oszillieren, wie so ein Ping-Pong-Ball, wie so ein Pachinko-Ball in so einem japanischen Elektrospiel. Ja, das geht dann ding, 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 immer hin und her. Und zwar deswegen, weil sie, wenn sie sich für das eine entscheiden, weil das andere ihnen zu schrecklich erscheint, dann wird das, wofür sie sich entscheiden, das andere noch größer machen, dann wechseln sie wieder die Seiten, weil das Monster ist immer dann am größten und sieht am schrecklichsten aus, wenn man ihm gerade nahe kommt. Dann wird das andere Monster wieder kleiner, dann gehen wir wieder darüber. Und durch dieses Hin und Her wird der Schaden noch größer werden. Also, wir haben 3 Bausteine. Anmaßung des Wissens durch die Politik, Regulierung, Fehlallokation, Planwirtschaft, akkommodieren dessen durch falsche Geldpolitik und durch ein grundsätzlich falsches Geldsystem. Also es ist nicht nur so, dass wir eine falsche Geldpolitik haben, sondern wir haben ein falsches Geldsystem. Ein Geldsystem, das auf Beraubung konstruiert ist, auf nichts anderes. Als dieses Geldsystem 1914 das erste Mal eingeführt wurde, diente es der Kriegsfinanzierung und keine anderen Sache. Und das ganze 20. Jahrhundert war durchzogen von dem Kampf zwischen Goldstandard und Papiergeld, wurde dann 1971 von Nixon zugunsten des Papiergelds entschieden. Und seitdem wird unser Geld umverteilt, und zwar in gewaltigen Dimensionen. Also das ganze System ist faul. Und jetzt stehen wir also entweder vor der Wahl Bankenrettung oder inflationärer Kollaps. Was sind so die wichtigsten Baustellen der Anmaßung des Wissens durch die Politik? Da haben wir einmal das Thema Regulierung, nur Beispiele. DSGVO, Datenschutz, ja, ein Bürokratiemonster für den Mittelstand. Lieferkettengesetz, wer will denn das wissen, wer der Lieferant meines Lieferanten, meines Lieferanten, meines Lieferanten ist? Ich will doch auch nicht wissen, wer in der Politik der Mann hinter dem Mann hinter dem Mann hinter dem Mann ist. Obwohl, eigentlich will ich wissen. Berichtswesen, Statistikwesen, da können Sie Strafzettel kriegen, wenn Sie nicht einmal im Monat dem Statistischen Bundesamt genau sagen, wie viele Mitarbeiter rein und raus und was jetzt der Bestands- und die Stromgröße bei allem und jedem ist. Und dann haben Sie riesige Kosten. Also Sie werden auch als Mittelständler ständig damit beschäftigt. Das hat auch einen Zweck.
Es hat nicht nur den Zweck, Zahlen zu generieren, mit denen wir irgendwelche Statistiken fälschen können, sondern es hat vor allen Dingen den Zweck, Sie beschäftigt zu halten. Sie haben nämlich als mittelständischer Unternehmer sowieso schon eine 60-Stunden-Woche. Sie könnten jetzt irgendwie 20 Stunden rein investieren in Familie und Politik und sich zu wehren, aber wenn Sie 20 Stunden Statistiken ausfüllen müssen, sind die weg. Ja? Dann das Thema ESG. Frage in die Runde. Wer hat davon schon mal gehört? ESG. Das ist eine Minderheit, es sind aber mehr als gestern Abend, muss ich sagen. Ich bin erstaunt. Also ESG ist Environment Social Governance. Das ist also so eine Art chinesisches Sozial-Scoring-Programm für Unternehmen. Ja, so, da werden sie beurteilt mit einem Scoring-Verfahren. Dieses Scoring-Verfahren fließt dann auch ein in ihre Kreditwürdigkeitsprüfung bei der Bank. Das ist das Allerneueste. Da zwingt man die Banken dazu, das zu machen. Und was geht da so rein? Ja, das ist sowas wie Fleißkärtchen in der Schule. Ne? Wenn Sie morgens aufstehen und dann über Ihrem Bett das Bild der heiligen Greta anschauen und 10-mal Nachhaltigkeit vernehmlich murmeln, mit frömmelndem Blick muss das sein, sonst funktioniert es nicht, dann haben Sie schon mal Punkte gesammelt. Dann kriegen Sie Brownie Points. Wenn Sie aber beispielsweise danach Ihre Gasheizung anschmeißen, um warm zu duschen, Abzug. Ja? Und wenn Sie nicht ordentlich gegendert haben oder bei Ihrer Stellenausschreibung das MWD vergessen haben, Abzug. Ja? Das ist ein Social Scoring Programm. Und damit werden Sie Ihren Kredit verteuert kriegen oder verbilligt kriegen. Je nachdem, ob Sie brav sind, ob Sie Greenwashing betrieben haben oder nicht. Wenn Sie also nur noch ein Windrädchen haben und Solarzellen, dann ist das gut. Ja? Wenn Sie aber irgendwie eine Produktion haben, bei der Sie einen Gasofen brauchen oder überhaupt, also energieintensiv geht gar nicht. Ja? Energieintensiv geht gar nicht. Wenn Sie noch ein Dieselfahrer sind, dann sind Sie eigentlich in diesem Rating tot. Dann das ganze Thema Lieferketten, die haben wir ja anständig kaputt gekriegt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben die drei entscheidenden Lieferketten, von denen die deutsche Wirtschaft abhängt, alle drei nacheinander gekillt. Die erste war die aus Ostasien. Wie hat das funktioniert? Vor 3 Jahren haben die Chinesen ihren ersten Lockdown gemacht, die Produktion runtergefahren. Dann nach 4 Wochen war die Kanalisation sozusagen leer. Dann ist in Europa die Produktion runtergefahren worden, weil die Zulieferungen nicht da waren, die Halbfertigteile waren nicht da. Und 3 Monate später haben die Chinesen wieder hochgefahren, aber die Europäer haben runtergefahren, haben die Chinesen in die Pipeline reingerufen, wollt ihr bestellen? Und zurückkamen, nee, wir müssen jetzt auch erstmal machen, was ihr gerade gemacht habt. Ja? Weil man natürlich nicht nachgedacht hat. Ich meine, die ganze Covid-Krise war in meinen Augen ja keine Covid-Krise, es war eine Politikkrise. Ja? Aber auf dem Weg der Zerstörung der Lieferketten von Asien nach Europa und Amerika haben wir die halbe Industrie hier lahmgelegt. Denn wir produzieren seitdem nur noch die Hälfte industriell. Also die deutsche Automobilindustrie produziert immer noch auf dem halben Niveau von vor 3,5 Jahren. Weil Teile fehlen. Wenn Sie beispielsweise ein Automobilhersteller sind, dann haben Sie, wenn Sie den ersten, zweiten und dritten Zulieferer sozusagen in der Reihe der Zulieferer untereinander mit einbeziehen, dann hat der typische Automobilhersteller roundabout 50.000 bis 100.000 Zulieferer. Wenn da ein Teil fehlt und wenn es nur 50 Cent Heckschloss ist, können Sie den Wagen nicht ausliefern. Das heißt, die ganze Produktion ist hochlimitational und die Beschädigung der Lieferketten, diese komplette Desynchronisierung der asiatisch-europäischen und amerikanischen Lieferketten, durch dieses erst runterfahren, dann wieder hochfahren, einer Lieferkette, die 40 Jahre lang auf Just-in-Time getrimmt worden ist, die hat dazu geführt, dass das ganze Ding auseinandergefallen ist. Und dann sind natürlich auf dem Weg dahin auch noch ein paar Leute pleite gegangen, da fehlen jetzt die Teile, die müssen jetzt für teuer Geld ersetzt werden. Man kann das alles ersetzen, aber nicht zum gleichen Geld, nicht so schnell, nicht zur gleichen Qualität. Und das Ganze ist ein riesiger organisatorischer Aufwand. Und es gibt keinen Hersteller komplexer Produkte von Automobilen über White Goods bis Flugzeugen bis Maschinen, der darunter nicht leidet. Dann hat man als nächstes, weil man ja glaubt, Geopolitik wieder machen zu müssen in Berlin und anderswo, ja, also Geopolitik neudeutsch für Kriegspolitik, ist mir ja hingegangen und hat auch die Lieferkette aus Osteuropa für Rohstoffe und für Energie einfach eingestampft. Also wir haben sozusagen den Russen den Wirtschaftskrieg erklärt, ja. Wir sind mit einem Messer zu einer Schießerei gegangen. Das ist das, was wir gemacht haben. Mit einem Messer zu einer Schießerei. Vielleicht war es ja auch nur ein Nagelklipser, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die anderen sind nicht mit einem Messer zu einer Schießerei gegangen. Ja? Und dann haben wir noch bei der Gelegenheit gleich uns überflüssiger Pipelines entledigt. Wobei natürlich der Fall klar ist, natürlich war es der Russe. Ich mache das auch immer so. Schauen Sie, ich fahre ein amerikanisches Militärprodukt, ein Jeep Wrangler. Das ist mein liebstes Auto. Und wenn ich mit diesem Jeep Wrangler auf der deutschen Autobahn einmarschiere und mir da eine amerikanische Militärkolonne einfach die Vorfahrt nimmt, ja, dann zersteche ich mir auch immer die Reifen aus Wut. Das mache ich so. Ja?
ist eine schlechte Gewohnheit. Ich weiß, meine Frau ist auch dagegen. Also wir haben jetzt die zweite Lieferkette kaputt gemacht und jetzt mit unserer Energiepolitik machen wir auch noch die inländische Grundstoffindustrie kaputt, die letzte Basis unserer internen Lieferkette ist und von der aus alles abhängt. Alles, was produziert wird in diesem Land, hängt von der Grundstoffindustrie ab. Linde, BASF und sonst, was wir da haben, die gehen jetzt ins Ausland. Aber bis die da wieder produzieren, dauert auch eine Weile. Das heißt also, unsere gesamte Lieferkettenstruktur in diesem Land ist kaputt. Und die Energiewende natürlich. Industrielle Basis geht natürlich nicht ohne Energie und wir haben jetzt keine Versorgungssicherheit mehr. Also Herr Habeck hat ja in einem seiner Kinderbücher geschrieben, wie romantisch so ein Stromausfall ist. Ja? Also was soll ich dazu sagen? Ich kann Ihnen dazu einen kleinen Artikel empfehlen, den habe ich jetzt gerade veröffentlicht bei einer neuen Webseite, die heißt Der Sandwirt. Und dieser Artikel hat die Überschrift, wie das Regenbogeneinhorn unsere Bank rettete. Und Robert Habeck spielt als Kinderbuchautor darin die Schlüsselrolle. Sie werden Spaß haben, ich verspreche es Ihnen. Und dann ist natürlich so, dass diese Art von Politik, die jeder Realitätsnähe entkleidet ist, dass die nicht auskommt, ohne dass man an den Zahlen herummanipuliert und uns irgendwelchen Dreck erzählt. Also jedenfalls nicht das, was ist. Und dieses Slide ist mein Lieblingsslide, schon 3 Jahre alt. Im April wurde es 3 Jahre alt, also das ist mein Bordeaux-Slide. Das wird umso besser, je länger es lagert. Ja. Was habe ich da gemacht? Im April 2020 habe ich mich hingesetzt, da war ja die Covid-Krise noch ganz frisch. Und habe mir von Johns Hopkins Universität, habe ich mir runtergezogen, die Daten zur Anzahl der an Covid Infizierten und die Anzahl der an Covid Gestorbenen, Land für Land. Und habe dann damit die Sterblichkeitsquote ausgerechnet. Also wie viele Personen sterben von denen, die infiziert sind. Wie hoch ist der Anteil? Sterblichkeitsquote in Covid. Land für Land ausgerechnet. Aus der offiziellen Quelle, die auch die Regierungen benutzt haben. Und dann habe ich mir auf der Webseite der Europäischen Kommission runtergezogen, die Verschuldung jedes einzelnen Landes. Und habe das auch nochmal dagegen übergestellt. Und das sehen Sie hier. Diese Skala hier ist die Verschuldung des Landes in Prozent seines Bruttosozialprodukts und diese Skala hier ist die Anzahl der Toten durch die Anzahl der Corona-Fälle im April 2020. Und was sehen wir da? Da sehen wir, es gibt 2 Cluster. Eine hohe Sterblichkeit, hohe Verschuldung und eine niedrige Sterblichkeit, niedrige Verschuldung. Wie kann das sein? Aber meine Damen und Herren, ich kann Sie vollkommen beruhigen. Ich habe Ihnen 2 Verschwörungstheorien dazu mitgebracht. Sie können sich eine aussuchen. Die erste ist die, an die ich glaube, das schicke ich gleich vorweg, um hier mal den richtigen Verschwörungsrahmen zu setzen. Und die geht wie folgt. Wir haben dieses Virus unterschätzt. Dieses Virus ist viel intelligenter, als Sie und ich je gedacht haben. Dieses Virus geht über Ihren Blutbahn, findet den Weg zum Rückenmark, klettert dann darauf, dauert eine Weile, weil es ein langer Weg, Virus klein, Rückenmark lang, bei den meisten Leuten jedenfalls. Klettert also darauf durchs Kleinhirn, ins Großhirn, Frontallappen, findet den Weg zum Sehnerv, klettert da entlang, geht ins Auge, setzt sich auf ihre Netzhaut und wartet. Und wartet so lange, bis Sie den Wirtschaftsteil Ihrer Tageszeitung aufschlagen. Und wenn Sie dann in einem Land mit hoher Verschuldung leben, ja, dann haben Sie Pech gehabt. Anders sind die 13%, Sterblichkeit in Italien ja gar nicht zu erklären. Ja? Ich meine, ich habe denen schon immer gesagt, macht nicht so viel Schulden. Ja? Aber da wollten sie ja nicht hören. Und die Alternativtheorie dazu, das ist die, an die ich nicht glaube, die ist, die haben uns diese Zahlen erzählt, damit sie ihr 1,5 Billionen Rettungspaket aus Brüssel kriegen, das wir bezahlen müssen hier mit unserem deutschen Steuergeld. Aber, meine Damen und Herren, das würden die nicht machen. Oder? Ja? Deswegen bevorzuge ich eindeutig die erste Verschwörungstheorie. Ja? Hier so nochmal die globalen Lieferkettenüberblick. Das da rechts oben ist übrigens ein besonders schönes Bild. Das sind die Transponder-Signale von 20% der Weltcontainerflotte vor Shanghai im Stau. Ich dachte, dass Sie das mal sehen wollen. Der größte Containerschiffstau in der Geschichte der Menschheit. Ohne günstige Energie gibt es natürlich keine industrielle Basis. Das wissen wir alle. Also Herr Habeck weiß es nicht, aber wir wissen es. Schauen wir uns an, Metall, Papier, Grundstoffe, Keramik, Baustoffe, die haben alle 20 bis 25% Kostenanteil an der Energie.
Und die Statistik Kostenanteil an der Energie, die stammt aber aus dem Jahr 2016. Habe ich ganz bewusst aus dem Jahr 2016 rausgezogen. Und zwar, weil das eins der Jahre war, bevor dieser Müll sozusagen, dieser Unsinn, diese unsinnige Klima-Energiepolitik jetzt quasi voll implementiert worden ist. Also zu halbwegs normalen Zeiten noch. Und das, was Sie hier sehen, Gas, Heizöl, Benzin, Strom, Kohle, Braunkohle und Erdöl, sind die Preiserhöhungen der Energieträger seit 2016. Also im Schnitt plus 200%. Wenn Sie also einen Kostenposition von 25% um 200% erhöhen, dann heißt es, Ihre Gesamtkostenposition steigt um 50% gegenüber den ursprünglichen Kosten. Dass Sie da nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, wenn Sie vorher eine Umsatzrendite von vielleicht 3, 4 oder 5% hatten, ist ja wohl logisch. Das heißt, die gesamte industrielle Basis in der Metallindustrie, in der Papierindustrie, bei den Grundstoffen, bei Glas, Keramik, Baustoffen, Chemie und Textilien ist in Deutschland nicht mehr gegeben. Da können Sie nicht in Deutschland betreiben. Das ist das Programm der Deindustrialisierung. Ach, noch bin ich zu schnell gewesen, Entschuldigung. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie wollen wir denn Energiepolitik machen oder auf welche Energie wollen wir uns denn stützen, dann lohnt sich ein Blick in die Geschichte, meine Damen und Herren. Gehen wir 250 Jahre zurück, vorindustrielles Zeitalter, 18. Jahrhundert. Was war der Hauptträger der Energie? Das war Holz, was man im Wald gesammelt hat. Und man ist in den Wald gegangen und Holz gesammelt, damit konnte man heizen. Und das Verhältnis der Energieeffizienz dieser Sammelei war etwa 1:3 bis 1:5. Das heißt, sie haben eine Einheit Energie rein investieren müssen und haben 3 bis 5 Einheiten Energie zurückbekommen. Ja, sie müssen natürlich mehr Energie zurückbekommen, als sie reinstecken, sonst lohnt sich das ja nicht. Also mindestens 1,x muss es sein. Also 1:3 bis 1:5 war es im 18. Jahrhundert mit dem Holzsammeln. Dann kam im 19. Jahrhundert die erste industrielle Revolution. Man stieg um auf Kohle und das Verhältnis besserte sich dank der Dampfmaschine und anderer Erfindungen, die man damals getätigt hat, auf 1:20. Das war der Grund für die Wohlstandsexplosion des 19. Jahrhunderts. Und nur ganz am Rande möchte ich an der Stelle erwähnen, dass die Armut, die es im 19. Jahrhundert noch gab, nicht das Ergebnis des sogenannten Manchester-Kapitalismus war, sondern die ererbte Armut des Feudalismus. Da waren nämlich 99% der Menschen arm bis zum Jahr 1800. Und der Kapitalismus hat im Laufe des 19. Jahrhunderts 2/3 aller Menschen aus der Armut rausgeholt. Er hat es nur nicht ganz rechtzeitig geschafft, alle in 100 Jahren rauszuholen, weil Anfang des 20. Jahrhunderts die ganzen kommunistischen Experimente damit Schluss gemacht haben. Wir wären schon längst bei Star Trek, wenn das nicht gekommen wäre. Aber jedenfalls kam dann 1:20 mit der Kohle, dann kam die zweite industrielle Revolution mit Öl und Strom, da war es 1:50 und dann kam die Atomkraft mit 1:100. Und das war die Basis der Wohlstandsexplosion und der Industrialisierung der Welt. Und jetzt schaffen wir uns eine neue Energiequelle an, von der Herr Kanzler sagt, die wird uns ein neues Wirtschaftswunder bescheren. Nämlich Robert Klappriges Windrad Habecks Windrädchen und Solarzellen. Und die haben eine Energieeffizienz von 1:3 bis 1:5. Wir sind wieder im 18. Jahrhundert und da wollen wir ein Wirtschaftswunder mit produzieren. Allenfalls werden die mit ein blaues Wunder produzieren, sonst wird da nichts passieren. Also man kann mit diesen Dingen überhaupt keine industrialisierte Nation betreiben. Und zwar deswegen, weil die gar nicht energieeffizient genug sind dafür. Und wir hätten die ganzen Windmühlen noch nicht mal, wenn wir sie nicht herstellen würden, dank der Tatsache, dass wir Kohle, Öl, Gas und Atomkraft vorher mal hatten. Wir könnten die gar nicht hinstellen, die ganzen Dinger. Geschweige denn, dass wir sie ersetzen können, wenn wir das alles abgeschaltet haben, weil die liefern nicht die Energie, die wir brauchen, um den industriellen Prozess betreiben zu können, um die irgendwann mal zu ersetzen. Das ist eine Sackgasse. Kommen wir zum Geld. Also Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Anmaßung des Wissens sind wir, glaube ich, durch. Kommen wir zum Geld. Das, meine Damen und Herren, ist, so sieht richtiges Geld aus. Das ist ein bisschen altmodisch, gebe ich zu, 11,2 Gramm Gold, die erste je geprägte Goldmünze in der Geschichte der Menschheit, geprägt von König Krösus 700 vor Christus in Lydien, heutige Türkei. Ich kann Ihnen sagen, das Ding hat seinen Wert behalten, ja, hundertprozentig. Also der Goldwert ist immer noch von der Kaufkraft her das, was es damals war, der Sammlerwert geht ein bisschen drüber. Stattdessen, was haben wir stattdessen für ein Geld? Wir haben ein Geld, das beliebig vermehrbar ist. 1999 haben wir die EZB aus der Taufe gehoben und haben sie durch die Verschmelzung aller europäischen Zentralbanken hatten wir eine Ausgangsgeldmenge von 690 Milliarden Euro. Das war die Zentralbankbilanzsumme.
Also das Zentralbankgeld waren 690 Milliarden Euro. Dazu kamen nochmal 4 Billionen Giralgeld, das durch die Kreditschöpfung der Banken entstanden war. Das war der Ausgangspunkt. 4,6 Billionen Gesamtgeldmenge, 690 Milliarden Zentralbankgeldmenge. Und dann sind wir ins Rettungsgeschäft gegangen. Euro, Europäische Rettungsorganisation. Ne? Sind wir ins Rettungsgeschäft gegangen. Dotcom-Bubble, Finanzkrise, Euro-Krise, Kampf gegen die Deflation. Ganz wichtig. Und dann der Corona-Lockdown. Und jedes Mal war die Krise größer als die vorherige, weil wir natürlich die Ungleichgewichte, auf die wir reagieren mussten, mit mehr Geld vorher aufgepumpt hatten als die vorherige, sodass das Geld exponentiell wachsen musste. Und bevor die Inflation dann zugeschlagen hat, Ende 2021, hatten wir 8.800 Milliarden Euro Zentralbankgeldmenge. Sie ist jetzt auf 7.900 Milliarden Euro geschrumpft. Also hat die Zentralbank oben ein bisschen weggenommen. Das hat sie gemacht, indem sie einfach den Banken ein bisschen Liquidität abgekapst hat. Da war noch ein bisschen Überschussliquidität, wo man das machen konnte, damit wenigstens die Sache optisch nicht ganz so schlimm aussieht. Wir haben also jetzt nur noch eine Verelffachung der Zentralbankgeldmenge und nicht mehr eine Verzwölffachung oder Verdreizehnfachung gegenüber 1999. Also wir haben 10-mal so viel Geld wie früher, aber haben wir auch 10-mal so viele Güter? Ja? Von Mises hat mal gesagt, der Grund, warum sich Gelddrucken in höhere Preise übersetzt, ist der gleiche Grund, aus dem auf einer Auktion die Preise steigen, wenn einer dabei ist, der das Geld fälschen darf, im Gegensatz zu allen anderen. Dann gehen die Preise auch rauf. Also wir haben die Geldmenge gewaltig erhöht. Und die Frage ist jetzt, kann die EZB vom Gas gehen? Hat sie die Möglichkeit? Geht das? Oder zerreißt sie das? Irgendwann, das wissen wir mittlerweile alle, kam dann die Inflation. Die, die vor ihr gewarnt hatten, wurden als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Schlimmeres bezeichnet. Und wir haben ja dann auch gehört, dass es gar keine Inflation gibt. Also Frau Lagarde hat sich ja lange geweigert, überhaupt anzuerkennen, dass es Inflation gibt. Herr Fratscher vom DIW hat gesagt, es gibt keine Inflation. Und wenn es eine gibt, dann ist die gut, weil die ist grün. Als die Inflation dann irgendwie so auf 6-7% gestiegen war, kam Frau Lagarde drauf, uns zu erklären, dass daran der Klimawandel schuld ist. Das ist eine der bemerkenswertesten ökonomischen Analysen, die ich je gehört habe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich dachte nämlich, die Sache verhält sich so. Wenn es wärmer wird, muss ich weniger heizen. Brauche ich weniger Gas, muss Gas billiger werden. Aber nein, irgendwo habe ich mich da geirrt. Es muss so sein, dass der Klimawandel, aber vielleicht findet er ja auch gar nicht statt, vielleicht wird es ja kälter. Auf jeden Fall die rote Linie hier, das sind die Inflation, wie sie sich entwickelt hat. Und die anderen Linien, die Sie da alle sehen, das sind die Prognosen der EZB. Die veröffentlichten Prognosen der EZB. Habe ich von der EZB-Webseite runtergeladen. Ist also authentisch. Die haben übrigens vor etwa einem Jahr aufgehört, Prognosen abzugeben. Nachdem man mir jahrelang vorgehalten hat, ich hätte keine Ahnung vom Geld. Finde ich auch. Also natürlich, es ist natürlich nie schön, wenn man sich von demjenigen, dessen Risikomanagementinstrumente man benutzt, sagen lassen muss, dass das, was sie da machen, nicht funktionieren kann. Aber ich kann das emotional verstehen. Das ist so ein ähnliches Ding wie mit meinen Reifen. So, das Ergebnis ist also Inflation. Und was Sie hier sehen, ist die Inflation und zwar für den Consumer Price Index und für den Produzentenpreisindex der letzten 70 Jahre, von 1950. Also Sie können sehen, dass die Konsumgüterpreisinflation so hoch ist wie nie seit 1950. Und diese Schwankung im Jahr 1950 war übrigens keine Inflation, sondern es war eine statistische Aberration, die was mit der Mehrungsreform in Deutschland zu tun hatte. Da haben sich die Preise erst wieder zurechtdrillen müssen. Dann ging es erst mal extrem rauf und runter. Es war ein Suchprozess der Marktwirtschaft und keine Inflation. Und dann hat sich die Inflation über viele Jahrzehnte zwischen 4 und 6%, meistens aber zwischen 1 und 3% eingependelt. Und dann ging sie plötzlich, wie kann es auch, kann keiner voraussehen, wenn man so viel Geld druckt, dass das dann zu Inflation führt. Also plötzlich ging sie dann hoch, nachdem wir sie jahrelang versteckt hatten. Wie haben wir sie versteckt? Wir haben sie in die Immobilien gesteuert, in die Assets und wir haben den Warenkorb, mit dem wir die Inflation messen, ständig manipuliert. Also beispielsweise jetzt zu allerletzt wurde im Warenkorb die Energie runtergewichtet. Also das Gewicht, was Energiekosten im Warenkorb hat, wurde ganz kürzlich erst nach unten gesenkt, weil die Energiekosten sind zu schnell gestiegen. Das hätte ja Inflation angezeigt, wenn wir das nicht gemacht hätten. Da musste ja gegengemanagt werden. Und das Ergebnis war, dass wir dann Ende letzten Jahres 10,6% Inflation für Konsumgüterpreise hatten und 45,8% für Erzeugerpreise. Das heißt also, die Produktionskosten haben sich year over year da um 45,8% erhöht. Das ist eine Zahl, die müssen Sie sich merken. Und zwar deswegen, weil das die entscheidende Zahl ist. Die 10% Konsumgüterpreisinflation, das ist nur das Maß, in dem Sie alle verarmen und ich auch. Bedauerlich, schlimm,
aber nicht die entscheidende Frage. Die fast 50% Produzentenpreisinflation, die wir kurzfristig hatten, die sind unser eigentliches Problem. Und zwar deswegen, weil sie die Kalkulation der Produktion unmöglich machen. Wenn nämlich die Inflation so hoch ist, dann kann ich die Einkaufs- und die Verkaufspreise und die Produktionskosten nicht mehr kalkulieren und planen als Unternehmer. Und wenn ich eine zu filigrane Arbeitsteilung und Produktionslieferkette habe mit Halbfertigprodukt zu Halbfertigprodukt zu Halbfertigprodukt, dann wird es mal ganz schnell eng. Dann reißt nämlich diese filigrane Kette an irgendeiner Stelle, wo einer sich mal verkalkuliert, weil die Inflation zu hoch ist. Das heißt, da kommen wir später noch mal im Detail drauf, unsere Art zu produzieren, die globale Arbeitsteilung und Lieferketten mit hochfiligraner spezialisierter Arbeitsteilung, kann nicht durchgeführt werden in einer Inflation, die auf die 100% zuläuft. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es führt zum kompletten Produktionskollaps im Gegensatz zu 1923. Und jetzt kommt die Neuauflage der Bankenkrise. Also Bankenkrise ist ja etwas, was wir jetzt gelernt haben, ist hier zu bleiben. Ja, ist wie ein Hund, der einem zugelaufen ist. Und es gibt mehrere Mechanismen, warum es unvermeidlich ist, dass die Bankenkrise uns noch eine Weile begleitet und sich auch noch weiter entfaltet. Der erste sind die zombifizierten Kreditportfolien. Wir haben jetzt 20 Jahre marktfremde Niedrig-, Null- und Negativzinsen gesehen. Und diese Negativzinsen, die wirken wie eine Subvention für schlechte Unternehmen. Das heißt also, normalerweise gehen 1,5 bis 2% aller Unternehmen pro Jahr pleite, weil sie ineffizient sind, zu teuer sind, schlechte Qualität haben, nicht die Dinge produzieren, die die Leute brauchen oder alles zusammen. Und das ist der normale Ausleseprozess, der Prozess der kreativen Zerstörung einer Volkswirtschaft nach Schumpeter. Und diese müssen auch pleite gehen, weil die setzen Ressourcen frei, Kapital, Arbeit, Können, Bildung, Talent, alles wird freigesetzt und sucht sich im Produktionsprozess neue, effizientere Verwendungen. Das ist der Motor des Produktivitätswachstums einer Volkswirtschaft, dass das passiert. Dass schlechte Produktion stillgelegt wird, damit gute Produktion auf Ressourcen zugreifen kann, die sonst nicht frei werden. So, wir haben also jetzt 20 Jahre lang zu niedrige Zinsen gehabt. Das heißt, schlechte Unternehmen mussten ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Damit sind sie nicht mehr pleite gegangen. Und das Ergebnis war ein Absenken der Pleitenquote von früher 1,5 bis 2% auf zuletzt 0,1%. 0,1. In der Covid-Krise waren es 0,1%. Wir hatten zwar die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, aber wir haben sie alle mit Subventionen am Leben erhalten. Jedenfalls so mehr schlecht als recht. Also wir haben das so weit abgesenkt und wir haben jetzt über 20 Jahre lang jedes Jahr 1 bis 1,5% der Unternehmen nicht pleite gehen lassen, die pleite gemacht hätten. Wir haben jetzt also 20 bis 25% aller Unternehmen, die normalerweise weg wären. Und meine Damen und Herren, die sind durch die Subvention genauso wenig fit und wettbewerbsfähig geworden, wie ein Sportler durch eine Diät von Fett und Zucker schlank wird. Das wird nicht passieren. Das heißt also, wir haben eine riesige Welle von Zombie-Unternehmen. Das Ergebnis ist, dass die Produktivität der Volkswirtschaft nicht mehr wächst. Das ist die tiefere Ursache, warum wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben seit 10 Jahren. Wir haben angeblich Wirtschaftswachstum. Schauen Sie sich mal ins Portemonnaie. Ja? Wir wissen alle, dass wir keins haben. Das ist das bisschen, was wir an anämischem Wachstum noch da sehen, das ist ja wohl ein Witz. Ja? Vor 3 Jahren oder 4 Jahren, das war kurz vor der Covid-Krise, stellte sich die EZB mal hin und sagte, wir vermelden den Sieg in der Wirtschaftswachstum, an der Wirtschaftswachstumsfront. Wir haben 1,5% Wachstum produziert und wir haben auch 1,5% mehr Beschäftigte. Und dann habe ich mal so bei mir gedacht, naja, ich brauche jetzt 1,5% mehr Leute, um 1,5% mehr zu produzieren. Produktivitätswachstum offensichtlich null. Und das erzählten die uns, das wäre Wirtschaftswachstum. Das ist aber kein Wirtschaftswachstum, schon gar kein Produktivitätswachstum. Also diese 25% aller Unternehmen, die zombifiziert sind, die sind auch 25% aller Kreditnehmer und ihre 25% Mitarbeiter sind auch 25% aller privaten Kreditnehmer, Häuslebauer, Konsumgüterkredite und was wir da alles haben. Also 25% aller Kredite hängen da in der Luft. Das sind grosso modo 3 bis 4 Billionen. Ja? Das ist also richtig viel Geld. Dann haben wir eine Überschuldungsblase von 235 Billionen Euro auf der Welt. Wir haben aber nur 95 Billionen Euro Bruttosozialprodukt auf der Welt. Das heißt, wir haben 2,5 Mal so viel Schulden wie Bruttosozialprodukt. Und von diesen 235 Billionen sind etwa 150 Billionen, also 150.000 Milliarden, also ich meine die deutsche Billion, nicht die englische, sind Anleihen. Unterschiedliche Laufzeiten. 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Und jetzt kommt die Inflation und kommt die Zinserhöhung. Und was passiert da? Die Kurse dieser Anleihen fallen, ist auch ganz einfach zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 10-jährige Anleihe, die verzinst sich mit 0,5%.
und die ist jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro wert. Und jetzt steigt der Zins auf 5%. Was passiert mit dem Wert Ihrer Anleihe? Der fällt natürlich, weil der Anleger kann sich ja eine Anleihe zu 5% Zinsen kaufen. Der wird Ihre zu 0,5% Ihnen nicht mehr abnehmen, wenn Sie da drauf sitzen. Wenn Sie ihm die verkaufen wollen, müssen Sie ihm einen Abschlag gewähren, der ihn für den Verlust an Zinsen entschädigt, den er woanders ja bekommt. Und wenn Sie von 0,5% Zinsen auf 1.000 Euro sind 5 Euro im Jahr, mal 10 sind 50. Das heißt, diese eine Anleihe hat eine Gesamtzinseinnahme von 50 Euro. Die andere hat 5%, macht auf 10 Jahre gerechnet 500 Euro, Differenz 450 Euro. Verbarwerten Sie das. Das heißt, der Wert der Anleihe 10 Jahre sinkt so ungefähr von 1.000 auf unter 700, knapp über 650. Ja? Das heißt, Sie verlieren ein Drittel des Wertes, wenn der Zins steigt. Und auf dem Wege hat sich jetzt dieses gesamte globale Anleihenportfolio von 150 Billionen verbilligt am Markt um etwa 15 bis 20 Billionen Euro. 15.000 bis 20.000 Billionen Euro. Und raten Sie mal, wer da drauf sitzt. Also nicht alles ist bei den Banken, aber ein Tausendstel dieser Summe hat gereicht, um die Silicon Valley Bank zu töten. Die saß nämlich auch da drauf. Die haben ein Tausendstel dessen verloren, haben es aber natürlich nicht bilanziert. Das ist bemerkenswert. Die müssen das auch gar nicht mehr bilanzieren. Das heißt, die hatten 15 Milliarden Eigenkapital, haben 18 Milliarden Verluste erlitten an den langlaufenden Wertpapieren, die sie gehalten haben. Also ein Spekulationsverlust. Hatten also negatives Eigenkapital von 3 Milliarden, mussten sie nicht bilanzieren, waren sie also auch buchtechnisch und für die Aufsicht nicht pleite. Und die Aufsicht stellt sich hin und sagt, oh, wir sind mal überrascht, dass die pleite gemacht haben. Boah. Also Jamie Dimon, der CEO der größten Bank der Welt, JP Morgan, hat ja letzte Woche in der Financial Times zu Protokoll gegeben, dass die Banken auf die Wirkung einer Zinserhöhung, einer rapiden, schnellen Zinserhöhung nicht gestresstestet worden sind. Ja, worauf sind sie denn dann gestresstestet worden? Ja? Also ich habe vor 10 oder 11 Jahren mich mit der Finanzaufsicht rumgestritten, weil ich ein paar Artikel veröffentlicht habe in der Fachpresse darüber, dass deren Stresstests nicht funktionieren können. Da bin ich allerdings wenigstens noch davon ausgegangen, dass sie wenigstens Ereignisse definieren, die Stress darstellen und es dann irgendwie rauszufinden versuchen. Und da habe ich damals nur gesagt, die Modelle sind untauglich, die er benutzt, aus verschiedenen technischen Gründen, die jetzt hier zu weit führen würden. Die sind immer noch untauglich. Das macht aber nichts, weil die benutzen ja noch nicht mal Szenarien, die realistisch sind. Und das Szenario, was gerade eingetreten ist, eine Zinserhöhung von 0,5 auf 3, 4, 5%, das haben sie einfach nicht, das kann ja eh nicht passieren. Ne? Das ist ja eine Verschwörungstheorie. Ja, und dann haben wir noch das Verlustpotenzial bei Staatsanleihen. Wir haben 12 Billionen Staatsanleihen im Euroland. Was die wert sind, das werden wir demnächst rausfinden. Und wir haben diesen unsichtbaren Kabelbrand, der das gesamte Weltfinanzsystem über den Derivatehandel, dessen Volumen weit, 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 10er-Potenzen größer ist als der Anleihen, global miteinander verbindet. Allein eine deutsche Bank hat ein Nominalvolumen von Derivaten von 42 Billionen, also 42.000 Milliarden. Natürlich ist es richtig, dass die sich zum größten Teil rauscanceln. Aber wehe, einer fällt mal aus, da kommen wir gleich drauf. Und jetzt sitzen wir in dieser wunderbar simpel konstruierten Zwickmühle, nämlich Inflation steigt massiv über den Zielkorridor, Zentralbank erhöht den Zins und stoppt die Liquiditätsflutung, Ungleichgewichte im System entladen sich, also Anleihen fallen im Wert, töten die Banken, ja? Bankenkrise ist die Folge, Zentralbank muss Banken retten, Zinsen senken, Liquidität schaffen und das Ergebnis wird sein, dass die Inflation zum nächsten Aufgalopp ansetzt. Das ist die Zwickmühle, in der Sie sitzen. Und ich kann Ihnen versprechen, da kommen die nicht raus. Dann haben wir ein paar realwirtschaftliche Wirkungen dieser Politik. Da regen sich tatsächlich interessanterweise die linken Blogger, die linken ökonomischen Blogger auf Twitter mehr drüber auf als ich. Zu Recht sogar. Also die sagen, die Zentralbank, die tötet uns alle mit ihrer Zinserhöhungspolitik. Nur, dass die Zentralbank gar keine andere Wahl hat, das werden die noch rausfinden. Aber sie wird natürlich auch zurückschrecken, die fortzusetzen. Also fangen wir an mit den Hypothekenkrediten. Die Immobilienpreise sind in Deutschland seit Jahresbeginn um etwa 30% gefallen. Also wer sich ein bisschen im Markt umhört, der weiß, dass praktisch nichts mehr verkauft wird. Die Verkäufer wollen nicht mehr verkaufen zu den Preisen, sagen, da warte ich lieber ab, ich glaube, dass das eine Fata Morgana ist, das kann doch gar nicht wahr sein. Und die Käufer sagen, jetzt sind sie schon um 30% runter, jetzt warte ich auch, bis sie noch weitere 20% runter sind. Und in diese Gemengelage kommt Herr Habeck und macht ein Gesetz, dessen Kosten ungefähr 20% des Werts der Immobilien in Deutschland umfassen und 100% des Eigenkapitals des Werts der Immobilien, der privaten Immobilienbesitzer in Deutschland umfassen. Das heißt, eine Totalenteignung. Die Kosten dieses Habeck'schen Gesetzes übersteigen den Nettowert der Immobilien, der privaten Immobilieneigentümer in Deutschland. Also der Rest sind Schulden. Applaus
Das Ergebnis ist, dass Ende 2022 innerhalb von wenigen Wochen die Zahl der Hypothekenkredite, der Neukredite bei den Banken um 60% gefallen ist. Mittlerweile sind es 90. Ich kenne ein paar Sparkassen, die haben seit 8 Wochen keinen einzigen mehr vergeben. Und das zweite Ungleichgewicht ist, dass die Staatsschulden unfinanzierbar werden. Also zur aktuellen Zinsstruktur. Und wenn man die erhöhen würde, also wenn man auf 7% Zinsen zum Beispiel gehen würde, was notwendig wäre, um die Inflation wirklich in den Griff zu bekommen, dann würde Italien in wenigen Jahren 10% seines Bruttosozialprodukts für Zinsdienst aufwenden. Ich rede nicht von Tilgung, ich rede nur von Zinsdienst. Und dass irgendjemand glaubt, dass der italienische Staat bereit wäre, 10% des Volkseinkommens für Zinsdienste aufzuwenden, wenn er es dadurch vermeiden kann, dass er aus dem Euro austritt, dem ist nicht zu helfen. Da können wir drüber springen, weil das habe ich gerade schon erklärt. So rechnet sich das aus. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse. Das ist einfach simple Finanzmathematik. Und das habe ich auch schon erklärt. Das hier sind die Zahl der Pleiten. Das war das langfristige Durchschnitt 1,5-2%. Das ist die Zahl der Pleiten, seit man Anfang der Nullerjahre mit dieser falschen Zinspolitik angefangen hat. Die ist immer nur gesunken. Und jetzt war sie fast bei Null. Und was die Banken daraus gemacht haben, war zu sagen, oh, es gibt keine Pleiten mehr, wir brauchen keine Rückstellungen mehr für Kreditrisiken. Es gibt ja kein Kreditrisiko mehr. Wenn keiner Pleite macht, gibt es auch kein Kreditrisiko. Aber es ist ja so, wenn ein Risiko sich lang genug nicht eingestellt hat, dann kann man auf zweierlei Weisen drüber nachdenken. Entweder wir sind sicher für immer oder wir sind fällig. Eins von beiden. Und dann hat man also die ganzen Kreditrückstellungen aufgelöst. Und diese Kreditrückstellungen haben sich auf 50% des aktuellen Eigenkapitals der Banken belaufen. Ne? Das heißt also, wenn Ihnen jemand sagt, die Banken haben ihr Eigenkapital verdoppelt, dann wissen Sie genau jetzt, wo es herkommt. Es wurde nämlich kein frisches Kapital zugeführt. Es wurden einfach Rückstellungen aufgelöst, die wurden ins Eigenkapital gepackt, nachdem er sie versteuert hat. Deswegen hat der Staat sich auch drüber gefreut und niemand hat was gesagt. Und übrigens, wenn Ihnen jemand sagt, die Banken hätten 15% oder 20% Eigenkapital, dann wissen Sie auch, das ist nicht so ganz wahr. Wie erkläre ich das jetzt? Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie ein mittelständischer Unternehmer sind und Sie haben, sagen wir mal, 1 Million Betriebsvermögen und dann haben Sie 500.000 Schulden drauf, dann sind 500.000 Ihr Eigenkapital. Das ist die Eigenkapitalquote, ist 50%. Ja? Wenn Sie eine Bank sind, dann ist das nicht so einfach. Also in Wahrheit ist es natürlich auch eine Bank so einfach, aber das wäre ja noch schöner, wenn wir es jetzt nicht kompliziert machen können, um die Leute zu verwirren. Wir gehen da stattdessen her und sagen, wir haben jetzt eine Bank und die hat 100 Milliarden Bilanzsumme und das nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles Kredite. Ja, die hat das ganze Geld, hat sie in Kredite gesteckt und geht sie also her und sagt, ich habe 96 Milliarden Schulden und 4 Milliarden Eigenkapital. Da würden Sie sagen, die Bank hat 4% Eigenkapitalquote. Nicht so die Bank und auch nicht die Aufsicht. Die weiß das besser. Die Bank nimmt das ganze Kreditportfolio und ratet das mit den Ratingsystemen, die ich übrigens gebaut habe für die meisten Banken in Deutschland. Ich kenne die von Ihnen. Und dann werden die zugeordnet auf Ratingklassen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten. Und diese Ausfallwahrscheinlichkeiten entscheiden dann darüber, wie stark das gewichtet wird. Also Sie können einen Kredit haben, sagen wir mal, von 1 Million. Der zählt aber nicht als 1 Million in dem System, sondern wenn der ein AAA-gerateter Kredit ist mit ganz niedriger Ausfallwahrscheinlichkeit, dann zählt der vielleicht als 100.000. Oder weniger, 50.000. Das geht. Das heißt also, man nennt das Risikogewicht der Aktiva. Das setzt natürlich voraus, dass Ihr Ratingsystem funktioniert. Und ich kann Ihnen verraten, kleiner Insider-Tipp, funktioniert nicht mehr. Weil als wir die gebaut haben vor 20 Jahren, da haben wir die gebaut unter der Annahme, dass es positive Zinsen gibt. Wenn der Zins weg ist, funktionieren die alle nicht mehr. Das habe ich der Aufsicht auch gesagt, aber die hat mir das nicht geglaubt, obwohl ich sie gebaut habe. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Da gehen Kennzahlen rein in diese Ratings. Zum Beispiel Zinstilgungsdeckung. Also, was ist das Verhältnis Ihres Cashflows zu den Zinsen, die Sie zahlen müssen? Wenn es keine Zinsen mehr gibt, sind Sie immer super. Na? Wenn Sie für wenige Basispunkte Liquiditätslinien einkaufen können, die fast nichts kosten, solange Sie nicht ziehen, aber die Linien in Ihre Liquiditätskennzahlen einspeisen dürfen, können Sie jede Liquidität darstellen, die Sie wollen. Das ist eine Liquiditätskennzahl, die geht auch ins Rating rein. Da können Sie Windowdressing machen, bis Sie schwarz sind. Und so zieht sich durch das ganze Ding, durch diese Kennzahlen sind alle darauf hingetrimmt, dass sie eigentlich nur funktionieren, wenn der Zins sich am Markt bilden darf. Wenn es einen marktgerechten Zins gibt, den haben wir aber seit 20 Jahren nicht mehr. Das heißt also, diese Systeme, mit denen man das alles so schön ratet und dann sich das Risiko schön rechnet, die funktionieren auch alle nicht mehr. Deswegen funktionieren auch die Stresstests selbst dann nicht, wenn man mit realistischen Szenarien dran geht. Und das Ergebnis ist,
dass wir dann hergehen und sagen, okay, wir haben zwar 100 Milliarden Kredite in der Bilanzsumme, aber wir haben es jetzt auf 20 Milliarden runtergerechnet mit unseren schönen Ratings. Und wenn wir 4 Milliarden auf 20 Milliarden rechnen, haben wir plötzlich eine Eigenkapitalquote von 20%. Ist nur eine Fata Morgana. Gibt's nicht. Ja? Also wenn Ihnen einer kommt und sagt, die Banken sind gut ausgestattet mit Eigenkapital und sie wären doppelt so gut ausgestattet wie vor 20 Jahren, dann denken Sie dran. Erstens, die Ausstattung wurde aufgestockt, nicht dadurch, dass frisches Kapital gekommen ist, sondern dass man einen anderen Risikopuffer abgeschafft hat, mehr oder minder. Und selbst aufgestockt, wenn man das nicht gemacht hätte, wäre es immer noch nur 4-5%, bei den meisten sogar weniger. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Derivate. Was passiert bei Derivaten? Das ist ein bisschen kompliziert, aber man kann es einfach machen. Ein Derivat ist im Prinzip ein Recht, eine Option, das Sie haben, erwerben, für das jemand stillhalten muss in aller Regel. Also beispielsweise, wir beide, wir könnten also einen Vertrag miteinander machen, dass Sie mir eine Aktie XYZ zu 100 verkaufen, die aktuell auch 100 wert ist, aber Sie sagen, in einem halben Jahr verkaufe ich Ihnen die zu 100. Oder ich verspreche Ihnen, dass ich Sie in einem halben Jahr zu 100 abkaufe. Zwei verschiedene. Also ich mache eine Kaufoption mit Ihnen. Und Sie machen eine Kaufoption mit mir über das Gleiche. Ja? Das heißt also, ich habe zwei Deals gemacht, die beide eigentlich nicht schiefgehen können, weil wenn der Wert unseres Deals fällt, wird der unseres Deals steigen. Ja? Und so ist es hier auch. Also Vertragspartner A hat eine Verkaufsoption an die Bank zu 100, der Wert ist 0, wenn der Kurs 100 ist. Und die Bank hat einen mit Vertragspartner B eine Verkaufsoption, auch der Wert ist 100. Jetzt fällt der Kurs auf 50, dann bedeutet das, dass die Bank auf beiden Seiten eine Nettoposition von 50 hat. Also hier hat sie einen Wert von 50 auf der Vertragspartner A-Seite und auf der Vertragspartner B-Seite und es cancelt sich gegenseitig raus. Wieder null. Aber wenn er hier Pleite macht, ist nur noch er hier da. Und dann hat die Bank plötzlich eine Nettoposition von minus 50. Sie schuldet ihm die 50, aber er liefert die 50 nicht ab. Das ist das Problem im Derivatehandel. Wenn wir diese riesigen Mengen an Derivaten haben, dann ist es nicht das Marktrisiko, das da gehandelt worden ist, das das eigentliche Risiko darstellt. Das kann man immer rauscanceln. Das eigentliche Risiko ist, dass ein Großer in diesem System kippt und dann fräst sich der Brand mit einem Tempo durch dieses unterirdische Kabelsystem. So etwas haben Sie noch nie gesehen. Deswegen sprach Warren Buffett von finanziellen Massenvernichtungswaffen. Der hat es schon verstanden. Ja, und das ist Jamie Dimon, der also letzte Woche gesagt hat, die Banken wurden nicht auf ein Szenario der schnellen Zinsänderung hin Stress getestet. Da frage ich mich, worauf denn dann? Ja? Darauf, dass Habeck irgendwie von der Toilette fällt? So, was kostet denn die Bankenrettung in Europa? Wir haben ein Eigenkapital aller Banken in Europa von etwa 1,5 Billionen Euro. Und was sind so die Verlustpositionen, die wir befürchten müssen, wenn die Ungleichgewichte zur Entladung kommen? Also die Zombie-Kredite sind ungefähr 2 Billionen Euro, die da weg sind. Die Anleihenverluste aus den Marktpreisverlusten der Anleihen 1,5 bis 2 Billionen Euro. Das Staatsanleihenrisiko, wenn es 10% der europäischen Staatsanleihen über die Wupper gehen, und das wäre optimistisch, 1,2 Billionen Euro. Und alle Kreditratings müssen neu bewertet werden. Das heißt, die müssen wieder neue Rückstellungen bilden. Weil wenn die Zombies pleite gehen, dann werden sie erkennen, dass sie Rückstellungen bilden müssen für Kreditrisiko, damit das überhaupt abgedeckt werden kann. Das sind nochmal 2 Billionen Euro. Also wir reden da so über 7 bis 8 Billionen Euro Schadenspotenzial allein im europäischen Bankenwesen. Das gleiche nochmal in Amerika. Das heißt, wir können damit rechnen, und das Derivatekreditrisiko habe ich hier jetzt noch nicht drin, weil es nicht abschätzbar ist, also irgendwas zwischen 0 und 200 Billionen. Schwer zu sagen. Kommt darauf an, wo sich der Flächenbrand entzündet, wenn er sich entzündet und wer da zuerst pleite geht. Das ist auch genau der Grund, warum jeder, der in diesem Derivatespiel irgendwie eine Rolle spielt, gerettet werden wird. Das kann ich Ihnen garantieren. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann haben es Hunde und Katzen morgen auf der Straße miteinander. Also 7 bis 8 Billionen Euro. Wir haben 1,5 Billionen Euro Eigenkapital. Also wir brauchen, weil wir müssen ja dann, wenn sie gerettet sind, müssen die ja wieder ein Eigenkapital haben. Das heißt, wir brauchen 7 bis 8 Billionen. Und wenn wir optimistisch sind, 4 bis 8 Billionen an Rettungssumme, um die Banken zu retten, wenn wir nicht die Zinspolitik ändern. Also wir haben jetzt die Wahl, wir können die Zinsen wieder senken. Und das bedeutet, wir kapitulieren vor der Inflation. Kapitulation, bedingungslose. Ne? Wir kapitulieren vor der Inflation, senken die Zinsen, fluten die Märkte wieder mit Liquidität und dann ist die Bankenkrise gelöst. Dann müssen wir keine Bank retten, weil dann alles so weitergeht wie bisher. Die Inflation springt dann halt auf 30%. Pech. Oder wir lassen die Inflationsbekämpfung noch eine Weile weiterlaufen, dann müssen wir die Banken retten, dann brauchen wir 4 bis 8 Billionen, dann springt die Inflation auch auf 30%.
Also wir können uns aussuchen, auf welchem Weg wir auf die 30% Inflation kommen. Die ganz andere Alternative ist natürlich zu sagen, wir lassen die Banken einfach pleite gehen. Ja, das wird ein interessantes Schauspiel werden, sich dann anzugucken, wenn hier der Zahlungsverkehr kollabiert und alle Ersparnisse weg sind. Also die sind ja sowieso weg. Die Frage ist nur, auf welche Weise. Gehen sie über die Inflation weg oder gehen sie über die Pleite weg? Ne? Also es sind zwei Möglichkeiten der Enteignung. Wir können uns also aussuchen, auf welche Weise unser Sparschwein geschlachtet wird. Aber Sie sehen, angesichts der Summen, es gibt da kein Entkommen. Der Schaden ist ja schon angerichtet. Das Geld ist ja schon weg. Nur die Illusion, es wäre noch da, existiert noch. Und die Wirkung auf die Zentralbankbilanz entspricht auch genau der Trendfortschreibung. Wenn dieses Szenario eintritt, dann geht es da hier so rechts nach oben entlang der roten Linie. Und Sie sehen, der exponentielle Verlauf der letzten 23 Jahre, der entspricht genau dem. Sie müssen den nur fortschreiben. Und dann wissen Sie genau, wo wir landen. Es kann also gar keine Überraschung sein, dass die Summe so groß ist, die wir für diese Rettung brauchen. Was passierte 1923 in Deutschland, meine Damen und Herren? 1923, da gibt es übrigens einen 1000-Seiten-Schinken, den kann ich den Aficionados unter Ihnen empfehlen, der heißt The Age of Disorder, Monetary Policy in Germany 1914 to 1924. Also so ein Oxford University Press 1000-Seiten-Schinken mit ganz tollen vielen Statistiken. Also wer sich da mal so richtig reinknien will, das ist extrem lehrreich. Man kann sich da also anschauen, dass die Wurzel der Inflation natürlich in der Aufhebung des Goldstandards am ersten Kriegstag 1914 zu suchen ist. Und dann hat man den Krieg mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Und dann hat man die Revolution mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Dann hat man die Wirtschaftskrise 1921 mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Und dann kam der Moment 1923, als das damalige Deutsche Reich nicht mehr in der Lage war, da waren übrigens noch alle Reichsbürger, als das damalige Deutsche Reich nicht mehr in der Lage war, die Reparationen an die Franzosen zu zahlen, da haben die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt, weil Deutschland hatte ja keine Armee mehr, also jedenfalls keine richtige. Und dann haben die Arbeiter in der Montanindustrie im Ruhrgebiet sind in den Generalstreik getreten und die Reichsregierung hat gesagt, das ist eine patriotische Tat, das ist ungefähr wie Impfen. Ja? Und das müssen wir jetzt mit Streikgeld unterstützen. Und dann hat die Reichsbank angefangen, dafür Geld zu drucken. Und da gab es Leute, also man kann das in diesen Dokumenten von damals alles nachlesen, da gab es Leute, die haben gesagt, Freunde, das führt zur Inflation. Und dann Harl Havenstein, das war sozusagen der deutsche Draghi der 20er Jahre. Naja gut, jetzt ist mir im Zeitalter von Transgender, kann er ja auch die deutsche Lagarde gewesen sein, aber egal. Der hat gesagt, Quatsch, wir haben den ganzen Krieg und das alles haben wir mit frisch gedrucktem Geld finanziert und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Ja, und 6 Monate später war die Inflation Geschichte und die Reichsmark auch. Und 1924 hat dann jemand Medaillen geprägt. Ein Satz von diesen Medaillen hat mir mal jemand zum Geburtstag geschenkt. Und 2 davon habe ich hier abgelichtet. Da steht nämlich auf der Rückseite drauf, wann was gekostet hat. Und da steht hier, ich lese Ihnen das mal vor, am 1. November 1923 kostete ein Pfund Brot 3 Milliarden, ein Pfund Fleisch 36 Milliarden und ein Glas Bier 4 Milliarden Mark. 4 Wochen später, oder beziehungsweise 30 Tage später, am 1. Dezember 1923 kosten ein Pfund Brot 260 Milliarden, ein Pfund Fleisch 3,2 Billionen, also 3.200 Milliarden und eine Goldmark, das ist 0,34 Gramm Gold, 1 Billion. Also 1000 Milliarden. Wenn Sie jetzt ausrechnen, das Verhältnis Brot 260 zu 3, dann hat sich im November 1923 der Preis also für 87,6-facht und für Fleisch hat er sich für 88,9-facht. Wenn Sie das jetzt hoch 12 nehmen, also 12 mal mit sich selbst multiplizieren, kommen Sie auf die annualisierte Inflation von 2060 Quadrillionen Prozent. Das ist eine Zahl, ich glaube, mit 24 Ziffern. Und bei Fleisch von 2782 Quadrillionen Prozent. Das werden wir diesmal nicht sehen, das kann ich Ihnen garantieren, denn damals konnte man noch einen Sack Kartoffeln gegen einen Sack Kohle eintauschen. Bei uns wird nämlich Folgendes passieren. Vorher, lange, lange, lange bevor wir da hinkommen, bricht uns unsere Produktion zusammen. Und zwar deswegen, weil wir ein Maß an Arbeitsteilung hatten oder haben in unserer hocharbeitsteiligen Zivilisation, industrieller Natur, postindustrieller Natur, kann man schon fast sagen, in Deutschland, dass die Arbeitsteilung so filigran ist, dass von den Rohstoffen bis zum Fertigprodukt unendlich viele Schritte durchlaufen werden, wo einer ein Halbfertigprodukt kauft, leicht veredelt und weiterverkauft. Und jeder Einzelne in dieser langen, langen Kette von Spezialisten muss beim Einkauf wissen, was er bezahlen muss, muss bei seinen Produktionsschritten wissen, was die kosten und muss beim Verkauf wissen, was er kriegt, sonst kann er das nicht kalkulieren.
Wenn aber die Inflation ansteigt, dann steigt nicht nur die Inflation an, sondern auch die Volatilität der Inflation. Also wir könnten uns auf 30% Inflation flat einigen und dann kann er das kalkulieren. 30% auf allen Seiten wird einfach zugeschlagen. Das Problem ist, er zahlt vielleicht 30% mehr, aber dann 4 Wochen später ist die Inflation nur noch 20%, bevor sie zu 40% wieder wird, weitere 4 Wochen später. Aber seine relevante Größe sind jetzt 20%. Das heißt, er kriegt das Geld nicht mehr ausreichend rein beim Verkauf, was er vorher bezahlt hat. Das heißt, die Kalkulation geht überhaupt nicht mehr auf. Und da die Lieferkette die filigranste aller Zeiten ist, filigraner als je zuvor in der Menschheitsgeschichte, was mit unserem technischen Fortschritt und der Wissensexplosion zu tun hat und dem Zwang zur Spezialisierung durch die Wissensexplosion, ist es so, dass diese riesige Kette an ihren schwächsten Gliedern reißen wird, dort, wo das Eigenkapital am geringsten ist und die Volatilität der Preisbildung am höchsten. Bei 100% Inflation kann dieses gesamte filigrane, auf Just-in-Time getrimmte Produktionssystem globaler Natur nicht mehr existieren und funktionieren. Die Wirtschaftsrechnung ist nicht durchführbar, die Produktion wird eingestellt und dann haben wir ein Wirtschaftswachstum von -80% in 4 Wochen. Das heißt, wir kommen zum Stillstand. Das ist übrigens das, was 1923 Ende November, Anfang Dezember auch passiert ist. Das Ergebnis war, dass eine neue Währung her musste. Also, wenn die Zentralbanken jetzt hergehen und sagen, wir retten die Banken, dann landen wir auf dem Inflationslevel spätestens eine Rettung später, wahrscheinlich schon bei der nächsten, der produktionstechnisch nicht mehr durchführbar ist mit unserem System. Und wenn die Banken sagen, nee, wir retten die Banken nicht, also wenn die Zentralbank sagt, nee, wir retten die Banken nicht, dann kommt es zum Stillstand des Zahlungsverkehrs, weil die Banken weg sind und dann kollabiert die Produktion auch. Also was ist der Ausweg? Es gibt keinen, meine Damen und Herren. Die sitzen in der Falle. Es gibt den Ausweg, die Krise zu durchleben und ein neues Geldsystem einzuführen. Unsere Art zu wirtschaften, global, funktioniert mit einem Papiergeldsystem nicht mehr. Dieses Papiergeldsystem scheitert jetzt endgültig an der Realität. Es kann nur durch ein Edelmetallsystem ersetzt werden. Und das sage ich nicht, weil ich mal mit Gold gehandelt habe. Das tue ich ja im Moment gar nicht mehr. Ja? Könnt ihr es mir jetzt einfach machen, sagen, ist ja egal. Ja? Das sage ich, weil es einfach so ist. Wir brauchen einen Wertanker, der fest ist und nicht manipuliert werden kann. Weil in so einem Wertanker, wie ihn zum Beispiel Gold und Silber darstellen, haben die Banken und die Zentralbanken gar nicht die Möglichkeit, den Blödsinn zu machen, den sie die letzten 20 Jahre gemacht haben. Zinsen lassen sich nicht manipulieren. Es gibt keine Geldpolitik in dem System. Denn Geldpolitik ist immer der Versuch, es besser zu wissen als der Markt. Und damit ist sie immer eine Anmaßung des Wissens und von Übel. So, was bedeutet das für die Kapitalanlage? Das Portfolio hat sich eigentlich die letzten 5 Jahre bei mir nicht geändert. 20% Edelmetalle, Gold und Silber. Ich gebe zu, dass es bei mir ein bisschen mehr ist, aber es ist eine Berufskrankheit, das müssen Sie sich ernst nehmen. 20% Cash in kurzlaufenden Anleihen von Nicht-Euro-Währungen. Und da gehört übrigens auch der Dollar dazu. Und da sage ich Ihnen zum Dollar, weil ich da immer wieder gefragt werde, warum Dollar? Ist der Dollar nicht auch fällig? Wird er nicht auch untergehen? Haben die nicht den gleichen Blödsinn gemacht? Ja, stimmt, die haben den gleichen Blödsinn gemacht, aber die Sache ist die. Ich bin ja wegen meiner Autoreifen sowas wie ein Russlandversteher. Wenn Sie im russischen Wald spazieren gehen mit Ihrem Kumpel. Ja? Sie gehen im russischen Wald mit dem Kumpel spazieren und der böse russische Braunbär kommt aus dem Gebüsch und will Sie fressen. Was machen Sie dann? Sie laufen. Ja? Sie laufen. Sie müssen nicht schneller laufen als der Bär, Sie müssen nur schneller laufen als Ihr Kumpel. Ich habe den vom russischen Braunbären erzählt bekommen. Also, der Kumpel vom Euro ist der Dollar oder umgekehrt, der Kumpel des Euro, des Dollar ist der Euro. Also der Dollar läuft nicht so schnell wie der Bär, aber er läuft immer noch schneller als der Euro. Und zwar deswegen, weil der Dollarraum immer noch größer ist als der Euroraum. Denn der Dollar hat immer noch die Weltleitwährungsfunktion. Die erodiert zwar im Moment mit hohem Tempo, aber noch hat er sie. So, dann kommt ganz wenig Cash, ganz wenig Euro-Cash, gerade so viel, wie Sie für die Liquiditätspflichten brauchen, die Sie haben. 20% antizyklische Aktien, was steckt da drin? Lebensmittel, weil essen müssen die Leute immer. Pharmazeutika, aber keine, die jetzt irgendwelche Impfgeschichten da im Zusammenhang mit Covid gemacht haben. Das Risiko garantiere ich Ihnen, wollen Sie nicht im Portfolio haben. Verteidigungsindustrie, also Rüstung, weil
schlechte Zeiten sind spannungsvoll und das Thema Rüstung wird uns noch lange, lange begleiten. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ist schon ein paar Jahre alt, also die ist älter als der Krieg. Da bin ich das schwer dafür gescholten worden von den Grünen, als ich das vor 3 oder 4 Jahren gesagt habe. Aber mittlerweile sind die, glaube ich, bekehrt. Ja, vorneweg der Hofreiter, ja, der also immer mit dem Säbel zu Pferde und so weiter. Goldminen, weil Goldminen sind eine Option auf Gold, aber im Gegensatz zu Papier ist es halt eine reale Option. Das heißt, die hat keinen Schuldner, sondern es ist ein reales Asset. Entertainment, weil in schlechten Zeiten die Leute immer unterhalten werden wollen. Big Tech, weil die großen Technologieunternehmen so ein breites Technologieportfolio haben, dass die immer auf die Füße fallen, egal was das Szenario ist. Und was da jetzt noch rein sollte, ich muss dieses Slide endlich mal updaten, das habe ich wieder vergessen, obwohl ich mir das gestern vorgenommen hatte. Alles, was die Grünen hassen. Ne? Also Kohle, Braunkohle, Öl, Gas, Uran, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, alles. Das sollten sie kaufen. Das wird überperformen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also die positive Nebenwirkung ist natürlich, dass es Greta schlecht wird bei ihrem Portfolio, aber das ist nicht die Hauptintention. Der Grund ist, alle anderen Energieträger, die eigentlich ineffizient sind, werden subventioniert. Dadurch wird dort überinvestiert und bei den Energieträgern, die effizient und eigentlich letzten Endes, wenn man es mal genau betrachtet, auch umweltfreundlich sind, im Gegensatz zu Windrädern, die man im Reinhardswald errichtet, diese werden unterinvestiert, weil sie ja bekämpft werden als braune, böse Energie. Die sind ja Nazi. Also wird dort zu wenig investiert, dadurch wird ein Unterangebot da sein, zu wenig Wettbewerb, heißt die Preise steigen und wenn sie dann da investiert sind, dann werden sie sich daran erfreuen können. Gerade heute Morgen hat Greta getwittert, hat sich darüber aufgeregt, dass Shell den größten Quartalsgewinn aller Zeiten gerade veröffentlicht hat. Und dann habe ich den Tweet retweetet und habe drüber geschrieben, wunderbar. Einfach nur wunderbar. Ja? Great. Ja, das ist genau die Logik des Marktes. Der Markt, der straft die Politik Lügen. Die Politik, die kann nicht den Markt besiegen. Sie kann kurzfristig sich das einbilden. Aber wie von Böhm-Bawerk schon wusste, das Marktgesetz schlägt das politische Gesetz immer. Und zwar deswegen, weil die Politik am Ende nur eine Geschwätzwissenschaft ist, der Markt aber der Ausdruck der Physik in unserem realen Leben. Und Sie können die Gesetze der Physik nicht aushebeln, egal wie dick und fett Ihr Ministersessel ist. Und eine selbstgenutzte Immobilie mit möglichst geringer Verschuldung empfehle ich immer noch, trotz dieses Habeck'schen Gesetzes. Warum? Weil dieses Ding niemals auf die Straße kommt. Wird nicht passieren. Ja, diese riesigen Mengen an Estrich und Geld und was wir da, also Sie können das ja mal probieren, aber da sage ich, wenn Sie das machen, dann verurteilen Sie so viele Deutsche zur Altersarmut, dass Sie die an der Backe haben. Und Maggie Thatcher hat mal gesagt, die Deutschen, die hat man entweder an den Füßen oder an der Kehle. Und ich fürchte, dass Maggie Thatcher eine sehr kluge Politikerin war, jedenfalls eine sehr erfolgreiche. Und ich glaube nicht, dass die Politik bereit ist, sich mit den Deutschen auf diese Weise anzulegen, dass sie tatsächlich Millionen Menschen zur Altersarmut verurteilt. Und ich denke mal, das ist eigentlich der Hebel, der dann die Mehrheiten noch ändern wird in Bälde, wenn man das tatsächlich versucht durchzuzwingen. Sollten Sie Schulden aufnehmen, um sich zu leveragen und dann zu hoffen, dass die Schulden in der Inflation entwertet werden, davon rate ich ab. Und zwar deswegen, weil eine Währungsreform, da weiß man nie genau, wie die Umrechnungsverhältnisse sind. Da könnten Sie auf der falschen Seite der Gleichung landen. Und Krypto, ja, Krypto ist ja so eine Sache. Der Marc sagt immer zu mir, Markus, du musst jetzt endlich mal Krypto empfehlen. Aber ich sage dann immer, dafür habe ich doch dich, Marc. Die Wahrheit ist, ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass es jetzt allerhöchste Zeit für eine goldgedeckte Kryptowährung ist, die auch funktioniert, womit ich am Ende meiner Ausführungen angelangt wäre und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken darf. Markus Krall! Danke. Ja, gerne Standing Ovations, sehr schön. Es ist immer eine Freude, dir zuzuhören. Man lernt immer was dazu. Dein Applaus. Dankeschön. Sehr schön. Standing Ovations, danke. Ne? Danke. Bevor ich es noch vergesse,
ist natürlich klar, ich rufe Sie alle auf, sich zu engagieren, damit dieser Wahnsinn ein Ende hat. Denn ich lebe zwar im Moment in einer Irrenanstalt, in der die Patienten die Macht ergriffen haben, aber da sage ich, die dunkelsten Plätze der Hölle sind reserviert für diejenigen, die sich in Zeiten einer moralischen Krise heraushalten wollen. Ist nicht von mir, ist von Dante Alighieri, Göttliche Komödie. Und für alle, die etwas tun wollen oder die sich, darüber amüsieren können, wenn ich mal wieder schlecht geschlafen habe, entweder bei der Atlas-Initiative mittun. Hier sehen Sie unseren Link www.atlas-initiative.de. Wir sind eine mittlerweile mehrere tausend Menschen starke Gruppe in der außerparlamentarischen Opposition. Wir sind keine Partei, aber wir sind eine politisch aktive Gruppe von Menschen, die sich um dieses Land sorgt, um die Demokratie, den Rechtsstaat und die Marktwirtschaft und die Freiheit. Und auf Twitter finden Sie mich unter @markus_krall. So zwei, dreimal am Tag schaue ich da vorbei und versuche, einen kleinen Shitstorm bei den Linken auszulösen. Ich habe da sehr zuverlässige Methoden entwickelt. Ja, sehr erfolgreich. Das stimmt tatsächlich. Ich auch. Man kann sie triggern mit Wahrheiten, wie zum Beispiel, es gibt nur zwei Geschlechter oder... sehr zuverlässige Methode. Genau, oder... Also Klima wirkt immer, funktioniert. Klima funktioniert super. Covid funktioniert jetzt nicht mehr gendern so gut. Gendern auch. Ja, also ja. Wer gendert freiwillig so? Ja, also nicht mal die Frauen strecken, ja, also es ist wirklich, wir werden hier von einer Minderheit in Geiselhaft genommen. Die Mehrheit hatte nämlich noch den Verstand an der richtigen Stelle. Die Mehrheit muss sich jetzt einfach nur Verhör verschaffen. Ich muss nur eine Sache korrigieren. Also Kryptoempfehlung will ich gar nicht. Es geht immer um Bitcoin. Ja, also Bitcoin ist für mich auch die Lösung für ein neues, besseres, dezentrales Geldsystem, weil es eben nicht unter der Obhut ist von korrupten Politikern, von nicht demokratisch legitimierten, vorbestraften Notenbankern, ja, Christine Lagarde als Stichwort, und weil es dezentral ist, bald auch deflationär ist und so weiter. Dahingehend, also wenn dann Bitcoin überhaupt, Markus, und ich muss dich irgendwann Orange pillen, haben heute schon Leute gesagt, Mensch, der muss jetzt mal endlich Krypto kaufen. Ich bin seit Jahren dran, also Bitcoin kaufen, Entschuldigung. Ich bin seit Jahren dran. Irgendwann habe ich ihn soweit. Er hat heute Morgen diese rote Pille schon da reingerollt. Orangene. Und hat sich dann gewundert, dass die mir zu groß ist. Dabei hast du schon orangenen Koffer. Ja? Okay. Und das ist auch so eine Sache. Manche Politiker haben immer so einen Koffer dabei, da ist der Atomcode drin. Bei dir wahrscheinlich Gold, ne? Bei Bitcoin. Ich fürchte, meine Goldreserven, die sind tiefer gelegt als der Koffer. Ja, absolut. Auch Markus ist nachher noch dabei bei der Podiumsdiskussion und wir machen jetzt auch einen fliegenden Wechsel. Also nochmal tausend Dank, Markus, wie immer großartig. Hat Spaß gemacht, danke schön. Merci, nochmal Applaus. Applaus